Hallo und herzlich willkommen zurück bei der Herr der Ringe Online. Ich bin's, der Black. Ja, wir sind mittlerweile hier am Pelennor bzw. bei Harlond angekommen und müssen hier die ein oder andere Quest machen. Ich müsste eigentlich auch das Inventar räumen, aber da ich heute nicht wirklich viel Zeit habe, habe ich das noch nicht gemacht. Also ich wollte jetzt nicht zurücklaufen und die ganzen Theater machen, sondern wir starten einfach hier, wo wir das letzte Mal aufgehört haben. Wir haben ja hier schon angefangen, diverse Lagerfeuer zu entzünden, ein paar Gegner zu zerlegen, Midsommerfeste abzulehnen und naja, ihr wisst schon, all sowas. Und damit machen wir heute auch ganz, ganz klar weiter, denn logischerweise gibt es noch viele Gegner, die zerlegt werden müssen, viele Lagerfeuer, die gemacht werden müssen. Viele Bündel, die aufgesammelt werden müssen, wenn sie aufgesammelt werden können. Das ist immer die zweite Frage. Mal gucken. Oh, ich habe wurde doch noch aktiviert. Ach, guck mal, von hinten kommt auch noch ein Speer. Muss erstmal ganz kurz wieder reinkommen. Später braucht dich aber, soweit ich mich erinnere, genau. Und dann sollte das passen. So, machen wir aber erstmal hier. Drakone, kriege ich das alles mit? Na, sieht so gut aus. Sehr schön. Zumindest. Zumindest das hat ja den Vorteil, dadurch, dass wir schon einiges gesammelt haben, dürfte schon einiges im Inventar sein, was noch rein kann. Ob alles reinkommt passt oder nicht, das werden wir sehen. So, hier ist noch ein Speer. Komm her. Ja. So, nehmen wir mit. Dann haben wir hier noch eine luxuriöse Truhe. Nehmen wir auch mit. Den Marodeur brauche ich nicht, aber den Hauptmann vielleicht und den Saboteur. Komm her. So. Wunderbar. Na? Man hat auch noch grob im Blick, was man braucht und was nicht. Zum Beispiel die Ruhe, die muss ich nämlich auch aufsammeln für Quest, bestimmt. So, irgendwo habe ich gerade einen Speer gesehen, den hatte ich gerade angetappt, da oben. Dann machen wir den auch gleich noch weg. Ja, komm her, Kleiner. Bumm. Borg-Speer bezwungen. Borg. Ork-Speer. Wir sind ja nicht bei Star Trek. Sowas. So, okay. Naja, machen wir aber erstmal den Hauptmann hier. In hauptmännischer Weise. Ah, ne, braucht man doch nicht mehr. Hatte ich die fertig? Weiß es nicht mehr. Das machen wir. Abschließen. Und den hier annehmen. So. Einen Saboteur noch. Ein Saboteur, das ist nicht schwör. Theoretisch könnte man warten, bis der nächste hier erscheint. Aber ich gehe mal davon aus, dass die auch wiederkommen. So, oder irgendwo noch rumlaufen. Ach, noch so viel zu tun hier, ne? Der rennt uns gleich in den Weg. Deswegen sorgen wir präventiv dafür, dass das nicht passiert. Das ist ein Marodeuer. Marodeuer, Bogenscholz. Hauen wir trotzdem alles weg. Komm, wir räumen hier mal ordentlich auf. Hatten wir ja auch lange nicht, dass die Boltendiel einfach durchs ganze Gebiet räubert und abschnetzelt, was da ist. So, guck mal, da ist ein Saboteur. Sehr schön. Saboteur, komm mal her. Komm zu mir, Saboteur. So, okay, haben wir. Oh, von hinten werde ich angebogen, schützt. Und gemarodiert. Wo die alle herkommen. Da hinten ist noch ein Bündel. Wir gehen mal in die Richtung, denn da hinten sind eh noch Quests. Aufgaben abschließend in Lossernach haben wir gemacht. Ihr seid in der Nähe des Damm Echo. Sehr, sehr schön. Ich nehme mal diese Quest noch mit an. Bin fly, dass wir jetzt irgendwas brauchen. Ne, von denen, was wir hier gerade verhauen, wollen wir nicht. Wir müssen nur Trebuchis und Ballisten kaputt machen. Kriegen wir aber auch hin. So. So, mal ein bisschen Heilung sicherheitshalber drauf, für den Fall, dass doch wieder was von hinten kommt. Bis jetzt aber nicht. Erstmal die Balliste. Zweimal ein Bündel. Aha. Nein, die Fälle gehen nicht. Das geht aber nicht. Die Fälle muss ich mitnehmen. Ganz dringend. Ja, die sind fällig. Deswegen. So, okay. Dann erstmal hier. Ich habe ja echt jede Menge Gemüse im Lager oder im Inventar. Da muss ich mal wirklich wieder auch ein bisschen mehr ausräumen. Ein bisschen mehr die ganzen Essenzen. Mal gucken, was ich mit denen mache. Denn bis jetzt habe ich sie tatsächlich noch gar nicht so richtig gebraucht. Na? Für dich hier brauche ich auch nicht, ne? Nee. Okay. Wir nehmen das hier mit. Die Brocken hat es glücklicherweise geschafft. Das hier kriege ich auch nicht auf, ne? Nee. Hätte sein können, dass da etwas drin ist, was sich irgendwo steckt. Aber hätte Fahrradkette. Wir machen weiter. So. Bumm. Und bumm. So, den Marodeuer, damit ich hier auch an das Drehbusch hier rankomme. So. Der Marodeuer, dem steht Feuer. So, ein Todbusch ist das jetzt. So. Ah.
In meinem Bündel steht ein Bündel, das nehmen wir natürlich mit, gucken, was geht und was nicht. Können wir noch irgendwas weghauen, was ich nicht so brauchen werden, tun, täte. Ja, komm. Weg damit. So billig werden die meistens eh nicht verkauft. Teuer, meine ich. Okay. Theoretisch könnte ich auch das bisschen Silber hier. Na, wobei, es sind 2 Gold. Vielleicht auch nicht. Aha. Aha. Aha, 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 Hauptmann, ganz schön was los hier manchmal, ne? Aber wir kommen gut zurecht. Aber wir müssen zu der Verteidigung der Orks sagen, wir sind ja auch schon 1-2 Levelchen drüber. So, das hätten wir schon mal. So, jetzt müssen wir mal gucken, in die Richtung hier. In die Richtung soll noch was sein. Achso, ich soll gucken, ne? Gucken wir ja wieder noch. Ich guck mal. Mal gucken, ob ich gucken sollte. Mhm. Aber ich glaube, das hat nicht gereicht. Jetzt. Müsste ja gleich nochmal aufploppen, dieser Dingens. Wir nehmen erstmal die Holztruhe. So. Und dann gucken wir mal, wo ich genau gucken muss. So. Und so. Okay. Holztruhe sammeln wir ein. Mal schauen, was da geht. Geht alles. Ha, ich find's gut. So, hier entlang. Hier entlang. Wenn gleich nichts aufploppt, laufen wir mal ein Stückchen weg und gehen nochmal hin. So ist der Plan. So. Kämpfe ich mal hier ganz kurz ein bisschen durch. Abgeschlossen. Ork-Bezwinger und Gondros. Ja, sehr schön. Nützt mir gerade nur nichts. Ich geh mal her. Ja, so. Jetzt ist es wieder aufgeploppt. Ob es reicht, ist eine andere Frage. Ja, es reicht. Wunderbar. Weg vom Feind belagert. Ja, alles klar. Hätte ich dir auch so sagen können. Da brauche ich dich nicht gucken. Aber gut. Wir nehmen es mit. So, wir gucken mal, was wir hier haben. Dienstpunkte. Ostgondor hält Lothar nach. Ich reite jetzt so weit, wie ich kann. Und versuche dann so rauszugehen. Wobei, da ist eine Holztruhe. Ich guck mal, wie viele ich am Hintern habe und wie gut wir die töten können. Oh, ist ein Hauptmann dabei. Könnte schwierig werden. Ich glaube, wir werden gleich sterben. Lalalala. Kurz hier Heilungsverheilung. Uiuiui, das sind aber auch schon ein bisschen viele. So ist das halt, wenn man gierig auf Loot ist. So, schon welche umgekehrt? Sieht nicht so aus. Lalalalalala. Ich heile mich mal damit noch. Oh, oh, gleich drauf. Ich gehe gleich drauf. Ja, die Truhe, die sollten wir vielleicht doch lassen. Also, okay. Na gut, dann ich lasse mal die Truhe in Ruhe. So, Kern. Wie viele seid denn ihr? Seid ihr doof? Ihr könnt doch nicht so viele Leute sein. Das ist frech. Das ist einfach nur frech. Warum geht der eigentlich nicht? So, das hat ordentlich reingehauen. Jetzt kann ich hier und so. Okay. So soll es sein. Puh. Meine Güte, Güte. So, geladen, Angriffsdauer, bla bla bla. Okay. Wir gehen trotzdem nicht zurück. Wir gehen jetzt hier hoch und werden uns mal die Quest abgeben. Was soll's auf die Scheißtruhe? Also, hätte ich sie mitgekriegt, wäre es okay gewesen. Aber wir wären ja gerade beide dran gestorben, weil ich so lootgeil bin. Das soll mir eine Lehre sein für die nächsten 2 Sekunden. Ja. So, deswegen reiten wir erstmal hoch und schauen, was wir uns da oben noch verdienen können. War ja ein bisschen versteckt, der Weg. Ich erinnere mich. War ein bisschen dunkel heute.
Auch daran erinnere ich mich, dass ich ungern im Dunkeln aufnehme, aber das gehört halt auch manchmal dazu. So. Ah, wir müssen weit außen rum. Stimmt, der war ja oben auf dem Berg. Und es gab keinen Weg runter. Naja. Mäh. Wenn ich jetzt nur wüsste, wo. Ich wahrscheinlich hier hinten irgendwo. Irgendwann müssen wir rechts abbiegen und dann geht's weiter. Glaub mal hier. So. Ah. Sieht besser aus. Wir kommen jedenfalls bergauf. Ich hoffe, ich muss da nicht nochmal hin. Wenn der noch eine Quest hat, wäre ich blöd. Ist aber auch ein Weg hier. Mhm. Wie immer bei langen Reisen, ein Schluck aus dem Kaffeetopf. Wird manchmal langsam zur Mode, dass ich den neben mir stehen habe, was? So, aber gleich haben wir's. Okay, Kundschafter, du weißt schon. Bitteschön. Unheilvolle Omen verfolgen uns in diesen Zeiten. Rauchenköder abgeschlossen. Diese abgeschlossen. Dunkelheit schlägt mir aufs Gemüt. Sprecht mit Luntil, diese der Bootsfrau, die sich hier unten befindet. Sehr schön. Dann gehen wir da jetzt hin. Sprechen mit Luntil, der Bootsfrau. Kennen in Arnach direkt den andere Zeugs abgeben. Ich werde hier absichtlich die Reise nicht nehmen, die Schnellreise, weil die will ich in den zwischen den Folgen nehmen, damit ich das Inventar ein bisschen aufräumen kann. Also nicht wundern. So. Denn, ja, wie gesagt, meistens mache ich es ja so. Reise nach Bre zurück, verkaufe das Zeugs, was ich verkaufen will. Leg das ins Lager, was ich ins Lager legen will. Und dann reise ich wieder zurück, wo ich hin nicht reisen will. Wenn wir in RA nachgebunden sind, ist natürlich blöde, wenn du von Bre bis da keine Schnellreise zur Verfügung hast. So. Nur kurz, um die Strategie, die ich da verfolge, mal zu erklären. Wäre zwar auch schön für die Folge, weil, ja, dann würde sie etwas kürzer werden. Aber, naja, das Reiten gehört halt auch bei Herr der Ringe Online dazu. Das muss man aber wirklich sagen, ne? Du reitest hier wie ein Blöder durch die Gegend. Das ist halt daran auch festgemacht, dass die Welt wirklich riesig ist. Da musst du damit leben, da kannst du da nichts für. So. Fortsetzen, sprecht mit Netan in Milui. Ja, komm, dann reiten wir halt erstmal darauf, bevor wir nach Arnach gehen. Vielleicht ist es ja auch so, dass wir von oben sowieso runter müssen. Ja, wer weiß. Ich weiß es nicht, aber wer weiß es schon. Ah, so, okay. Ihr wisst ja, was ich jetzt gemacht habe. Hat was mit Koffein zu tun, deswegen war ich so lange still. Vergleichsweise lange. So, wer weiß. Ich weiß nicht, was ich wissen soll. Wenn ich weiß, dass ich weiß ich, was ich wissen will. Oder so. So, wir haben es auf jeden Fall fast geschafft. Wir sind nun da im Tal der Totentüre. Nö. Wir sind wieder im Kurort. Das war's, genau. So, hier müssen wir wahrscheinlich nochmal mit dem Hauptmann. Ihr kommt gerade recht. Ich habe den Damen gerade von unseren Abenteuern erzählt. Oh, verflixt, ich hätte das alles vorlesen sollen. Naja, jedenfalls von wegen, ja, geh mal weiter hier, es ist schlimm hier und so weiter und so fort. Und jetzt, Netadan, jetzt sage ich dir, oh, hallo, Bolzeniel, ihr kommt gerade recht. Ich habe den Damen von unseren eigenen, von einigen unserer Abenteuer erzählt. Erinnert ihr euch noch, wie wir zusammen diese Korsarenangreifer abgewehrt haben? Das war vielleicht was, oder? Ehrlich gesagt, nein. Netadan sieht bereits glücklicher aus, als ihr ihn je gesehen habt, und seine Stimmung bessert sich sogar noch, als ihm sagt, dass die Straße durch Harlond blockiert ist. Wie ärgerlich! Was für ein Pech! Nun ja, hier ist ein guter Ort, um zu warten, bis die Straße wieder frei ist. Das ist der perfekte Ort, um unseren Wagen voller kostbarer Heilschnäpse. Wusstet ihr, dass einige der besten Heiler aus dieser Stadt von hier stammen? Ja, wo war ich eigentlich? So. Ach ja, ich wollte schon immer für meine Familie sorgen und habe für meinen geliebten Vater. Er wird zum Beispiel immer Nägel haben. Ja, genau. Okay. Ja, na gut, okay, wenn er in dem Alter, hätte ich vielleicht auch ein bisschen auf die Mädels geachtet. Verurteile ich nicht.
Jetzt weiß ich, glaube ich, auch wer das ist. Der Sohn von dem Händler, der Nichtsnutzige. Aber, naja. Dass der uns bei der Verteidigung geholfen hat, da bin ich mir jetzt nicht mehr ganz so sicher. Nun gut. Ist, wie es ist. Oh, ich habe hier irgendwas aufgebraucht. Ich weiß noch nicht was. Ist egal. Kann ich das hier wenigstens aufmachen? Ja, kann ich das verwirrende Flamme. Die kann ich eigentlich direkt zerlegen, weil verwirrende Flamme nutze ich nicht. Oder? Ist das ja eine von den Flammen? Doch, haben. Ja, aber ich werde es wahrscheinlich eh nicht draufhauen. Ich lasse es mal da. Ich treffe die Entscheidung später. Aber ich gehe nicht von aus, dass ich das brauchen werde. So. Nichtsdestotrotz, wieder zurück. So. Ich wusste ja nicht, dass ihr zusammen mit Angbor, dem Herrn von Lamedon, reist. Ulthendiel, es ist mir eine Ehre, ihm zu dienen, soweit mir das nur möglich ist. Ich hoffe, ihr bringt keine Nachrichten von Netedan, die mich vor meinem Herrn blamieren würden. Brandon ist sichtbar von dem, was ihr sagen könntet, in Angst, ja, und atmet erleichtert auf, als ihr berichtet, dass Netedan glaubt, immer Emin Louis ein guter Ort, um abzuwarten, bis die Straße nach Harland wieder frei sei. Das ist er, mein Junge. Ich bin stolz auf ihn, denn er hat ein gutes ist ein gutes Beispiel für andere, mein Herr. Er glaubt sogar, dass er in eurem Namen Drambor nachzuvereifern versucht. Das ist mein Netedan. Ihr dankt euch, ihr denkt euch still, dass Vater und Sohn mehr gemeinsam haben, als beide zugeben würden? Ja. Der Sohn des Wagenfahrers hat recht. Imlot Meloy ist für seine Heiler bekannt. Ja, die Leute werden den Wert seiner Waren erkennen. Okay, gut. Jetzt muss ich was ausnehmen. Habe ich was zum... Ja, ich habe zum Glück noch ein bisschen Platz. Resistenzwert oder aber empfangene Heilung. Ich würde mich diesmal sogar für die empfangene Heilung entscheiden. Habe aber nicht genug Platz, weil ja noch irgendwas anderes mit drin rumliegt. Naja, toll. So, 30 Silber. Was haben wir hier? 16 Silber, komm, weg. Zap. Ein Duster. Ihr müsst nach Italien. Meine Männer werden in der Zwischenzeit Harland angreifen. Genau. Die Truppen des Feindes müssen den Anduin überqueren und den Hafen vom Harland im Handstreich genommen werden. Sie haben mehr als genug Zeit, das Südtor der Ramas zu befestigen. Das macht die Sache nicht leichter, aber nur diese Straße ist für eine Truppe von 4000 Mann geeignet. Wir haben weder Zeit noch das nötige Material, um sie alle über den Anduin zu schiffen, und der Weg durch die Wälder von Ithilien wäre zu weit. Wenn wir diesen Weg wählen würden, wäre der Krieg entschieden, bevor wir Minas Tirith erreichen. Nein, sie müssen den Harland zurückerobern, und dafür werden meine Männer mich brauchen. Ihr hingegen habt eine andere Aufgabe. Aragorn wollte, dass ihr Gandalf oder Faramir aufsucht. Mit dem Boot kommt man gut über den Anduin, und allein seid ihr schneller als mit 4000 Mann hinter euch. Ihr müsst nach Ithilien und dann weiter nach Osgiliath. In der Zwischenzeit werden meine Männer Haralund angreifen. Meine Speer haben herausgefunden, dass eine Freundin Gondors im Schiff am Rande des Flusses eine geheime Fährstation betreibt, östlich von hier. Findet sie, und sie wird euch über den Fluss nach Ithilien bringen. Coole Sache. Wir brauchen also da unten die geheime Fährstation, um hier, naja, ich bin da immer durchgeritten mit meinem anderen Char, durchzukommen. Und dann, ja, früher oder später in Minas Tirith anzukommen, gehe ich mal von aus. Oder wir werden hier irgendwo hier oben jetzt abgesetzt und müssen jetzt wieder runter. Wäre ja doof. Aber wir werden sehen. Bis dahin dauert es aber noch ein bisschen. Wir werden uns hier unten wieder treffen in der nächsten Folge. Ich werde jetzt das Inventar beräumen, werde gucken, was ich rausschmeißen kann, was ich nicht mehr brauche, was ich ins Lager schmeiße, etc. pp. Und werde dann direkt mich darunter begeben. Leute, lasst einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ups, zwei reingezoomt. Und tschüss. 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 Jetzt.